Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Albion. Wir sind immer noch hier im Dungeon. Wir sind gerade eben runtergefallen. Können wir noch umgucken. Ist ja gut. Es hieß, wie es auch da stand. Die Decke hat sich wieder geschlossen. Und hier ist eine Feuerschale. Mit einem Schalter hinten dran. Den kann ich nicht manipulieren. Aber ich habe noch, Tom, genau zu sein, hat noch Wasser einmal mit. So. Und da verschwindet die Wand in der Decke. Jetzt müsste ja eigentlich im Stockwerk drüber eine Wand sein, Herr Glucki. Außer die Decke ist dicker als ein Stockwerk. Ey. Da sind Sterne ein blaues Kraftfeld mit Sternen. So, erstmal hier das Wasser. Ich schätze ja mal, dass das ein Teleporter ist. Ich will es aber nicht riskieren. Von daher. Okay, hier geht's wieder hoch. Und hier sind auch wieder Feuerfallen. Schalter. Hat auch wieder irgendwas aufgemacht, scheinbar. Das ist nämlich der Sound von den Gittern. Okay. So. Und wahrscheinlich war das genau. Ja, das war genau hier. Das Gitter. Das Gegenstück. Das ist interessant, weil es hieß eine der blauen Platten. Auf die Drir drauf tritt. Das ist also der Weg zurück. Das ist der Weg nach unten, nehme ich an. Ja, genau. Das ist der eigentliche Weg, wo wir hätten hingehen. Bälle. Das ist wieder so ein Ding, wo man im richtigen Timing durch muss. Okay, ja, nee. Ich wollte jetzt nur gucken, ob wir da. Okay, das hat wahrscheinlich die Tür einfach geöffnet. Hier, okay. Ich will jetzt. Ich will meine anderen mal überprüfen. Dafür speichern wir dann natürlich. Ich am besten jetzt einfach mal. So. Und zwar, wie gesagt, meine Annahme ist, dass das Teleporter sind. Und wenn es Teleporter sind, will ich natürlich wissen, wie sie mich hinteleportieren. Meine Annahme ist selbstverständlich wohin, wo ich eigentlich nicht hin will. Aber da könnte natürlich auch Sachen sein, die uns was Gutes tun. Von daher, mal anschauen. Dies scheint eine Art Kraftfeld zu sein. Es gibt ein Summen an der Hörgrenze ab. Die Haare sträuben sich in seine Nähe und ein schmerzhaftes Ziehen in den Zahnwurzeln macht sich bemerkbar. Ich beginne an meinem Verstand zu zweifeln. Dieses Feld scheint nicht elektrischen Ursprungs zu sein und es ist auch keine Energiequelle zu erkennen. Was um alles in der Welt erhält es aufrecht? Dieser Planet erscheint erschaffen worden zu sein, um das Weltbild von Naturwissenschaftlern ins Wanken zu bringen. Ich habe Gegenstand benutzen. Das heißt, ich kann, es gibt irgendwas, was ich benutzen kann. Okay, der blaue Dolch vielleicht. Ja, ich habe auch die Kappe angeklickt. Nein. Ein Edelstein? Nein. Okay, blaues Kraftfeld. Gegenstand benutzen. Vielleicht ein Trifalei Samenkorn von ihr. Ansonsten müsste es da ja also einen Hinweis geben, was das Richtige ist. Ich nehme nicht an, dass man hier einfach alles einmal ausprobieren soll. Ich könnte mal hergehen, etwas machen, was ich so nicht gemacht habe. Nein, ich kann tatsächlich mir das nur fragen, ob Sira verliebt ist. Nein. Tatsächlich kann ich Sira auch nach ihrer Vergangenheit befragen. Ich laufe mal rein.
Tom tritt in das Kraftfeld hinein und sofort durchzieht ein furchtbarer Schmerz seinen Körper. Das Kraftfeld dehnt sich aus und erfasst alle. Nach unendlich erscheinenden Sekunden bricht die Leuchterscheinung in sich zusammen. Okay, also wenn man das auslöst... Okay, wenn man es auslöst, verschwindet es. Das heißt, das ist eindeutig... Also ist ja klar, das ist eine Falle. Aber ich hatte jetzt tatsächlich gedacht, dass es ein Teleporter ist. Okay, was haben wir da unten noch gehabt? Wir haben uns nämlich noch nicht alles angeguckt. So, wir gehen jetzt nicht in das Kraftfeld rein, sondern stattdessen gucken wir einfach mal... Wir sind ja hier direkt hierher und einfach gesagt, wir gehen jetzt hier rein. Das ist zu weit weg. So, ich möchte das... Da ist ein Gegner vom Typ Furcht. Wenn eine Furcht ist da. Okay, jetzt, wie ich mir gedacht habe, hier gibt es noch mehr anzuschauen. So, wir gehen rechts rum. Wir halten uns jetzt mal dran. So, eine Truhe. So, der letzte Dietrich. Und wir kriegen Tränke. Da müssen wir gucken, wer die nimmt. Am besten Sira. Genau. So. Und mal weiter. Ah, hier geht es um die Ecke und hier ist noch ein... Aha, hier ist noch ein Brunnen. Wegen dem ganzen Feuerfallen, die wir haben. Okay. Wir wissen, hier sind 3 Fallen. Und dann geht es da weiter. Das heißt, hier können wir... Tom, was kannst du noch tragen? 35. 2 Stück. Ja, deine 2 Eimer kannst du voll machen. Ah, nee, kannst du nicht. Doch, halt. Die Eimer wirken auch leer. Wir wiegen ja auch leer was. Das müsste. Ja, das müsste passen. So. So, und was wir da an Feuer hören, das ist dieses Timing-Ding, wo wir schon gestanden haben. So, dann schauen wir mal. Dann geht's mich jetzt hier nach links. So. Oh, Moment, das sind... Ah, das sind die 3. Hier sind also 3 von diesen. Okay, gut. Da hatte ich die Orientierung nicht richtig. Gut, dann gucken wir mal, was sich hier tut. Vorher aber natürlich speichern. Speichern nicht vergessen. Weil es könnte ja sein, dass wir uns hier den Rückweg versperren mit dem Öffnen dieses Tores. So. Okay, das sieht mir auch sehr eindeutig aus. Rechte Wand. Meine Vermutung ist, das sind 2 Platten. Aha, Spitzhacken. Die könnten schon... eine epische Vorausdeutung sein. Nämlich im Sinne von, wir werden die brauchen, wenn wir jetzt die andere Plate betreten. Ich nehme an, wenn wir die Plate betreten, dann öffnen wir nicht nur das direkt vor uns, sondern auch das davor und lassen die Furcht auf uns einströmen. Uns niederlaufen, schweben. Keine Ahnung, wir haben gespeichert. Ich mach das mal. Nein, hier ist die Furcht jetzt nochmal hinter einem roten. Sind auch nochmal Gegner hinter einem roten. Maniacs, mit denen wir eigentlich gut umgehen können sollten. Und eine Furcht. Was ich jetzt mache. Wir haben gespeichert, also. Genau, lass die Kreaturen dahinter frei. Und ich lasse sie einzeln kommen. Nicht von allen Seiten. So, ein vergleichsweise einfacher Angriff. Hier könnte ich tatsächlich sogar mit Siras Frostlawine. Das mache ich jetzt auch. Frostlawine ist gegen die Säle frei. Ich brauche halt nur viel Magie. Nicht mehr eben was. Aber die bringt jetzt schon mal die ganzen Einser um. Und dann bleibt nur noch ein Zweier. Oh, die hat sogar den Zweier umgebracht. Sehr schön.
Und bei der Furcht würde ich gern mal, sobald wir es können, Dämon vertreiben. Ausprobieren. Aber wir können es noch nicht. Aber wir haben schon mal eine Furcht besiegt, also kein Problem. So, unser Standardding. Wir kennen den Gegner noch nicht richtig mit einer Dornenschlinge. Oh, aber wie man sieht, Furcht 1 ist relativ einfach zu besiegen. So, schnell mal. Nehmen wir hier. Zaubern. Heilung auf dir. So. Hier los kommt. So. Wir machen es mal so, Dreh ist stärker. Also greift Tom auf der Seite an. Oh, da will ich ja mal gucken. Also Tom hat hier nicht die Option magischer Gegenstand für den blauen Dolch. Das heißt, der hat schon mal keine Ladungen, die irgendwas können. Genauso der Kristallgriff-Dolch. Der hat auch keine Ladung. Auch gut zu wissen. Während der Sonnendolch zum Beispiel, der hat einen. Der kann was. Sozusagen. So, mal was trinken hier. Hilft natürlich jetzt nicht viel, weil der. Für mich war das immer der König, weil das hier sieht so ein bisschen aus wie eine Krone bei der Farbe. Aber das haben eigentlich alle, nur dadurch, dass er gelb ist, sieht es für mich aus, eben als wäre der Gold. Aber hier ist er halt einfach hellgrün. Tom ist vergiftet, das ist nicht allzu schlimm. Ich glaube, ich mache die jetzt so platt. So, siehst du? Weil vergifteter kann Tom eh nicht mehr werden. So. Und der hat nicht viel Lebensenergie. Und deswegen haut er jetzt auch schon ab. 69 Lebenspunkte. Ein Schelm, wer Böses denkt. So, heile Vergiftung. Und leichte Heilung, aber viel Lebenspunkte hat er ja nicht verloren. Kann sie eigentlich direkt mal auf Trier mit bezaubern. Und Tom trägt so viel. Gucken wir mal, 42, 26 von 28, 2 Kilo kann der noch nehmen. Was wiegt denn so eine Kugel? 50 Gramm. 50 Gramm, naja, also komm. Das sind ja hier, genau. Genau das. So, und dann können wir jetzt einfach dahin gehen, wo die waren. Ah ja, siehst du mal, da ist sogar was. Ich kann jetzt mal gucken, ob das Items zum Einsammeln sind. Nein. Und da, lass mich raten, wenn ich jetzt hier das manipulieren, ja, ich kann es nur anschauen. Geht das hier weiter. So, einmal. Zweimal. Das sieht für mich halt alles nach einem Bonusgebiet aus. So, rasten wir nochmal. Einmal kostenlose Heilung auf. Naja, kostenlos. Heilung auf Kosten von Proviant. Was fehlt tatsächlich, ist, dass beim Rasten ein automatischer Spielstand angelegt wird. Das bin ich natürlich jetzt von Morrowind gewöhnt. Oh, was haben wir denn hier? Eine verstaubte Vase. Trier wirft einen Blick hinein, kann aber nichts finden. Ist die Frage, ob das jetzt. Ob Meltas, der von den Druiden kommt, quasi da jetzt was finden könnte, aber nein. Hier sind auch nochmal. Sichtskarte, das ist. Hier ist auch nochmal so eine Falle. Okay, und dahinter ist ein. Jetzt ist es echt interessant zu wissen, was diese Kraftfelder kaputt machen kann. Ich guck mal durch. Also wir haben einen Kristallgriff. Wir können diese Dolche durchprobieren. Ich finde durchprobieren halt immer doof. Die Standardwaffen nehme ich an, nicht eventuell tatsächlich eine Spitzhacke. Auch komisch. Ja. Nämlich
Spitzhacke, das wundert mich. Hätte mich gewundert, wenn es geht. Das Wasser selbst macht auch nichts. So, was hat der Leute? Feuerring. So. Dann sind wir bei Sira mit ihrem. Wir benutzen Sonnendolch. Radius Stilett. Nope. Und den Kristalldolch hatten wir schon. Okay, wie kommen wir? Ich meine, es deutet ja gerade an. Also, ich muss meinen Gedanken machen. Wir haben drei Spitzhacken gekriegt. Das deutet an, dass wir die benutzen können. Ich sehe aber nirgends, also hier sind ja überall Risse in der Wand, ne? Aber keine. Hier sehen wir auch nochmal, da ist die grüne Platte, die wir brauchen. Aber die Wände sehen alle gleich aus. Also keine besonderen Risse, wo man das Gefühl hat, ja, hier könnte ich mit einer Spitzhacke weitermachen. Nun gut. Dann gehen wir erstmal weiter. Ich gehe her. So, Spielstand speichern. Und speichere das einfach mal in einen eigenen Punkt. Jetzt muss ich mal eben zur Seite rutschen. Moment. Ich glaube, der Name ist falsch. Ich glaube, es hieß nicht Ayano, aber es ist jetzt egal. Ich weiß dann zumindest nach, was ich gucken kann. Es kann nämlich sein, dass wir, wenn wir Bero gefunden haben, von ihm das Geheimnis verraten bekommen, wie wir durch diese Barrieren kommen. Ah, by the way, das hier wäre der Rückweg. Okay, wenn das der Rückweg ist, wenn das die Verbindung hierhin ist, dann erwarte ich mittlerweile eigentlich, dass hier irgendwo, ja, dass man die irgendwo ausschalten kann. Und dann kann man halt diese Verbindung öffnen. Dann hätte man die Gegner umgehen können. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Das wird es wahrscheinlich sein. Schauen wir mal. Wir werden wahrscheinlich erfahren, welchen Gegenstand wir brauchen in der Zukunft des Spiels. Hier durch diesen Geheimgang. Nicht in das Kraftfeld rein. So. Und dann habe ich jetzt eigentlich Wasser im Inventar. So. Genau, und dann kann ich hier nach rechts. Da war hier nicht noch. Nein, es sei eben so. Ich hatte eben irgendwie im Kopf, hier wäre ein Bereich, den wir noch nicht untersucht hätten. Das ist sehr schön. Dann kann ich hier nach rechts. Und hier runter. Und kann ich hier durch die Wände an. Sieht alles okay aus. Und dann ist Pause. 1. Okay, 2, 1, 1. Eben war es noch 2. Jetzt nochmal ein bisschen. 1. Da war ich zu schnell. Okay, das ist ein Timing-Ding. Ah ja, jetzt kommen 2. Die Wand angucken, nicht, dass da irgendwas ist. 2. So. 1. So. Und jetzt 1. 2. Genau. So. Wir wollen ja nach rechts immer. Jetzt haben wir zwar ein bisschen Schaden genommen. Wir können hier auch nicht rasten. Aber ich hoffe einfach mal, dass es okay ist. So, Übersichtskarte. Hier. Könnten wir lang, aber wir gehen ja mal rechts rum, von daher jetzt erstmal hier rein und werden gleich von einer Furcht angegriffen. Vorrücken. So, mal was trinken. Das ist das Schlimme, was die Furcht kann.
diese Magie, mit der sie uns in Panik versetzt. Weil dann verliere ich die Kontrolle über den Charakter. So, nichts Besonderes. Das muss ich gar nicht erst vor. So, hier ist etwas. Ah ja, beim letzten Mal hat das einfach geöffnet. Oh, Magietränke, sehr schön. So, und Sira trägt zu viel. Haha, das ging schnell. So. Ich glaube, ich merke meine Hausstauballergie. Wie gesagt, Hausstaub, milden Allergie ist es ja. Gegen Staub an sich ist man ja nicht allergisch. Es sind ja dann immer nur die Milben. Und ich habe hier, weil ich in einem Kellerraum sitze, habe ich hier den Ventilator auf die Heizung gestellt. Normalerweise, wenn man die Heizung anmacht, dann dauert das ja ewig, bis sich die Wärme verteilt und die Heizung bollert die ganze Zeit. Wenn man jetzt den Ventilator drauf stellt, dann heizt sich der Raum viel schneller auf und die Heizung kann sich viel schneller ausschalten. Natürlich verbraucht das die gleiche Menge an Energie, nur das Ganze geht viel schneller einfach. Also ich heize den Raum schneller und muss nicht irgendwie eine halbe Stunde vorher schon anmachen. Aber das Problem ist, ich wirbel damit halt einen Haufen Staub auf. Ich habe jetzt zwar so einen Luftfilter und der ist auch an, der tut aber gerade nichts. Der glaubt scheinbar gerade, dass die Luft okay ist. Mal weiter, wir laufen nach rechts. Und gucken hier da rechts die rechte Wand an. Okay, hier haben wir wieder schön unseren Brunnen. Ah ja. Jetzt, das ist der Hinweis. Was für ein Haufen Geröll hier liegt. Sieht ja aus wie ein Steinbruch. Das heißt, hier sind jetzt Wände, die wir aufhacken können wahrscheinlich. So, Tom, hast du noch genug? Ja, sehr schön. Das ist schade, dass das Gegenstand benutzen immer nur geht für denjenigen, der gerade der Chef ist. Der Anführer. Also hier sind Gegner hinter der Wand, ganz eindeutig. Hier liegt viel Geröll rum. Das sieht aus wie ein Steinbruch. Ich könnte mal nach oben gucken. Aber ich würde mich sehr wundern, wenn ich mit der Decke interagieren kann. Ja, Moment mal. Die Wand sieht hier aber ziemlich kaputtbar aus. Gut, dann, da ich so viele Gegner höre, natürlich selbstverfreilich. Ohne Speichern geht hier mal gar nichts. Und dann gucken wir mal, was sich da für Gegner befinden. Drehe führt ein paar kräftige Hiebe gegen die Wand aus. Sie bricht zusammen. So, schauen wir mal hier. Schauen wir mal links nach rechts. Da war ein Gerümpel, das habe ich gesehen. So. Da ist noch mehr Wand. Und das Gerümpel können wir auch manipulieren. Ein Schwert. Was natürlich keiner mehr tragen kann. Schaden von 8. Wurfdolch. Genau. Wer hat denn überhaupt noch Platz im Inventar? Gut, okay, Tom könnte noch knapp 2 Kilo tragen. Das Schwert wiegt natürlich mehr als 2 Kilo, ist ja klar. Nein, das ist zu viel. Schon hart an der Grenze. 35.000 von 39.000, das wären dann 37 noch was. 38.000 hätten wir dann. Das würde ihn hart an die Grenze bringen. So, schauen wir mal weiter. Die Ende. Das ist echt, das ist... Kann ich das wirklich sehen? Ja, ah, okay. Wenn oben links dieses Feld hier, wenn das gecrackt ist, dann, dann können wir das tun. Selbstverständlich gucke ich mir dann nochmal alles an. So. Alle Wände an, jetzt wo ich den Erkenner super kenne. Ah, okay. Aha. Schalter. Der jetzt das hier macht. Das ist sehr spannend gerade. Deswegen bin ich auch so leise, weil ich... das ist tatsächlich sehr spannend, wenn ich jetzt gerade...
Landkarte. Hier ist auch mehr. Und da kommt eine Furcht auf uns zu. So. Eine kurze Pause. Nicht für mich, sondern da kann ich ein bisschen freier reden. Ich hatte tatsächlich ein Thema. Der Witz ist aber, dass ich das Spiel so genug kommentiere, dass ich gar nichts zu sagen habe. Sonst. So, okay. Das Spiel fesselt mich doch so. Ja, und mich hüpft die Nase. Ja, wie gesagt. Das können die Hausstaubmilben sein. Okay, so bevor ich hier rausgehe, ich habe jetzt erstmal einfach nur so geguckt. Und jetzt gucke ich auf die obere linke Ecke. Weil ich das nicht standardmäßig mache. So, obere linke Ecke im Blick behalten. Genau. Ich weiß tatsächlich auch nicht, wie man seitwärts läuft. Ich weiß, dass ich so seitwärts laufen kann. Aber nicht, wie ich das mit der Tastatur mache. Das ist vielleicht unmöglich. Nee, das ist unten oben gucken. Keine Ahnung. Also dadurch, dass man nicht mit WASD läuft, sondern mit den Pfeiltasten und die linke und rechte Pfeiltaste auf der Tastatur drehen ein, anstatt nach links und rechts zu laufen, ist das eben ungewohnt. Ja, genau. Das hier ist jetzt zu der Tür hin. So, jetzt habe ich wieder nicht auf die Wände geachtet, also einmal umdrehen, auf die Wände gucken. Kleine Cracks in der oberen linken Ecke, okay. Noch ein Raum. So. Keine Cracks. So, hier auch nicht, dort auch nicht. Hier nicht, da nicht. Lauter Fässer, in denen nichts ist. Oh. Das ist diese Feuerfalle hier. Und jetzt kommen wir quasi hier hin. Hier ist noch eine Falle. Aber da haben wir hier ein Spezial, das müssen wir noch aktivieren wahrscheinlich. So, das ist die Feuerfalle, durch die wir reingekommen sind. Das war im Süden, nicht im Norden. So, und zwar... Der Schalter lässt sich nicht bewegen. Ah, das ist der falsche, okay. Dann ist es der hier. So, der schaltet jetzt das hier auf. Und hier war eine Falle. Da müsste Tom ja jetzt den Eimer haben. Natürlich nicht unbedingt gebraucht. So. Auf die Karte gucken. Also hier ist eine... Warte mal, ganz leise. Ja, ich höre Gegner. Ich höre das rauschende Atmen von Gegnern. Und dadurch, dass dieses Growl noch nicht kam, haben wir es noch nicht bemerkt. Das heißt, ich kann auf jeden Fall nochmal speichern. Und dann haben wir die Chance noch wegzugehen. Ich will mich nicht wundern, wenn die da... Jetzt haben sie uns bemerkt. Das heißt, jetzt werden sie versuchen, zu uns zu kommen. Wir sind wahrscheinlich auf der anderen Seite von diesem Ding oder sogar irgendwo gefangen. Hier haben wir drei Schalter. Ah, ich kann mir was vorstellen. Also entweder sind die hier eingesperrt, in diesem Ding. Oder hier sind die Gegner und ich muss den richtigen Schalter, wenn ich den falschen Schalter mache, kommen die Gegner. So, meine Devise ist ja, nicht einfach ausprobieren, sondern meine Devise ist ja, Gegner bedeuten Erfahrungspunkte. Von daher, ich laufe jetzt hier nochmal ein bisschen weg. Dann, wo Gegner nicht sind. So. Oh, jetzt habe ich schon wieder einen Gegner. Also da, wo ich keinen Gegner höre, das ist das Wichtige, mir das Wichtige. Denn da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich rasten kann. So, für 8 Stunden. Und dann kann ich hier... zurück, jetzt muss ich natürlich auch wieder gucken. Das war Süden und dann Osten. Also hier und dann hier. Und genau, in der Falle vorbei. Und dann schauen wir mal. Genau, unter jedem Schalter... Das sind Gegner, wie ich mir gedacht habe. Also, wir haben 3 besiegt, dann besiegen wir auch einen. Von daher, einmal Dornenschlinge. Und einmal voll drauf, oder? Würde ich sagen.
Das war eine Hammerattacke eben. Das war eine Hammerattacke. Okay, hier ist nichts. Keine Wand, die man kaputt machen kann. So. Dann heilen wir mal Tom wieder. Ich meine, wir haben gespeichert, ja, das ist alles kein großes Problem. So, die Dornenschlinge. Hier macht man nicht den Feuerball. Einfach mal gar nichts. Weil sobald der eingeschlingt ist, ist es eh wurscht. Deswegen. So, nochmal Level-Ups, was primär heißt, mehr für die beiden mehr Lebenspunkte. So. Und dann Nummer. Jetzt haben wir schon zwei geschafft. Jetzt will ich natürlich nicht nochmal den Kampf von vorne machen. Nummer 3. Zack. So. Jetzt sind die Dornenschlinge. Falls er die Runde überlebt. Er hat wieder angegriffen, das ist gut. Es ist keiner von uns gestorben. Und jetzt können wir den gemütlich. So. Schlagen. So, deswegen, weil Meltas jetzt auch Level Up gekriegt. So, hier hinter den drei Schaltern war tatsächlich gar nichts. Aber es ist tatsächlich hier. Ah, es ist aufgegangen. Das ging einfach gleichzeitig. Ich möchte gerne nochmal Trierfeuer heilen. Dankeschön. Den Magietrank, den können wir auch im Kampf nehmen. Das ist nicht das Problem. Das kostet mich keine Aktion in dem Spiel. So, genau, das Feuer geht mit Sicherheit weiter betätigt. Das ist wieder so eine Stelle in der Richtung. Ich habe ein ungutes Gefühl. Schaut euch die Biester hinter den Wänden an. Alles hier riecht nach einer Falle. Stimmt. Aber die Schaltplatte dort vorne ist grün. Bisher haben die Gegner immer positive Effekte gehabt. Das ist schon eine Gruppe und der Schalter ist an der Stelle, der für uns. Da wird es schwer, hier wieder zurückzukommen. Okay. Das ist eine Stelle, da sollten wir vorher gerastet und gespeichert haben. Das heißt, ich gucke jetzt erstmal hier drüben, was hier alles so ist. Da ist nämlich noch was. Die niedrige, die nehmen wir mit. Da ist die Fässer sind wieder nichts, ne? Ja, genau. So, und hier sind, oh Gott, lauter Löcher im Boden. Oh je, nein. Okay, das ist ein Labyrinth aus Löchern im Boden. Das erinnert mich jetzt doch schon ein bisschen an, ich glaube, das war, ach komm, wie heißt's? Ah. Gleichzeitig juckt es wie verrückt. Damit, ich habe einen Blackout, mir fällt der Name von dem Spiel nicht ein. Ich würde sagen, was wir machen sollten, ist, wir sollten gucken, dass wir die beiden Feuer ausmachen, in der Hoffnung, dass es die. Ja, wobei, eigentlich will ich das Zeug haben und ich will auch die Erfahrung haben. Was wir machen, ist, wir gehen zurück. Ganz klar. Und zwar zunächst mal hier hin in den Raum, wo Spezial stand. Das war doch die richtige Richtung, war richtig ein bisschen zu weit gegangen. Und füllen uns den Eimer Wasser wieder auf. Das ist das Erste. So. Ich möchte die Falle tatsächlich gar nicht umgehen. Ich möchte die Gegner bekämpfen, aber
Ich möchte dabei volle magische Energie haben. Jetzt könnte ich den Trank verwenden. Oder eben rasten. Das Problem ist, zum Rasten dauert. Gucken wir uns erstmal an, was hinter dieser Tür versteckt ist. Upsala, das war, glaube ich. Doch, das ist gar nicht so verkehrt. Nein. Ich warte jetzt, bis der Zweierball kommt, weg ist. Da, so. So, das war jetzt, hier sind wir ja schon rein. Zumindest behauptet, ja, doch, das ist das, wo wir rein sind. Und, schauen wir uns einfach mal die andere Tür an. Da werden wir wieder angegriffen. Das an sich nicht schlimm. Frostlawine. So. Und dann machen wir den platt. Eine Truhe, in der nichts drin ist. Okay. Mal hier so die Wände angucken. Nein, da ist auch keine Wand. Was ich jetzt sage, was wir machen, ist ziemlich simpel. Und zwar, ja, muss die jetzt gehen. Hier, erstmal will ich bestimmt jetzt gucken. Jetzt hinter der Nische ist noch ein... Okay, so war das, okay. Ich werde jetzt einfach an eine Stelle gehen, wo ich rasten kann. Und werde dann warten, bis ich rasten kann. Das ist, im Endeffekt muss nur eine gewisse Ingame-Zeit vergehen und dann sind die Leute wieder müde und dann kann ich rasten. Und das Ganze mache ich jetzt off-stream, off-screen. Wie es auch mal nennen will, ich meine, ich streame ja nicht. Ich stelle mich einfach hier, hier so in die Ecke, so, hier so hin. Und warte jetzt einfach. Und sobald wir gerastet haben, gehe ich in die nächste Folge. Das heißt, wir stehen dann wieder hier, sind aber voll geheilt. Und dann gucken wir uns mal die Falle an, ob wir die Gegner überleben. So, wie wir das mit der anderen Falle auch gemacht haben. Also dann, bis nächste Woche. Seid wieder dabei. Schaut mir wieder zu. Ach, und was ich vergessen habe zu sagen, trinkt mal was. Das ist nämlich wichtig. Aber bis nächste Woche habt ihr genug Zeit zum Trinken. Am besten jeden Tag. Bis dahin, schau mir auch.